Aloha, Catherine. Welcome to Maui. Thank you very much. That's not German. Oh, that's what I said. I was struggling. Okay. Again, we do it again. Okay. Aloha, Catherine. Welcome to Maui. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Okay. How did you first learn about Xterra? Es war 2012, nachdem ich die Olympia-Qualifikation verpasst habe und eigentlich versucht habe, einfach meinen Frust in Rennen umzusetzen, habe ich gedacht, jetzt melde ich mich mal in Zittau an, beim Deutschen, beim Xterra Germany, weil auch mein Bruder da in der Nähe lebt. Und dann hatte ich einfach wahnsinnig viel Spaß und bin dabei geblieben. Okay, I don't know how to follow that question up, so I'll just say, why do you race Xterra? Ich mache Xterra, weil es einfach was völlig anderes ist. Es ist ein Abenteuer für mich, es ist eine absolute Challenge. Es geht nicht nur darum, die schnellste von den Mädels zu sein, sondern auch mit den Bedingungen, mit dem Kurs zurechtzukommen. Und auf jedem Kurs hat eine andere die Chance zu gewinnen. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Is this the fastest you've ever been in your triathlon racing career? Ja, es ist sicher nicht mein schnellstes Jahr, aber mein bestes. Weil es ist einfach ein Unterschied, ob man schnelle 10 Kilometer auf der Straße rennen muss oder ob man hier irgendwo über die Wald und Wiesen hüpft. Da ist nicht die Geschwindigkeit gefragt, sondern einfach die Ausdauer und die Power. Aber es ist definitiv mein erfolgreichstes Jahr. What is your goal for Sunday? Ja, ich habe natürlich viel Selbstvertrauen nach dieser Saison. Ich habe 6 von 8 Rennen in der Xterra-Serie in Europa gewonnen. Ich bin Weltmeisterin geworden. Also ich bin sicher nicht für eine Top 10 hier, aber unter den besten 5 zu sein, da gehört schon auch ein bisschen Glück mit dazu und ein wahnsinnig guter Tag. Und ich hoffe, ich habe diesen Tag und dann kann es auch fürs Podium reichen. What is the difference between you as an athlete at this time last year when you finished 13th and you today? Letztes Jahr war ich einfach schon völlig in die Ferien. Ich hatte diesen Trip hier gebucht, ich war ausgebrannt nach der Saison und hatte gedacht, okay, es ist gebucht, jetzt fahren wir auch hin. Wir haben Ferien danach gemacht, mein Freund und ich. Ich war einfach überhaupt nicht vorbereitet auf dieses Rennen. Und dieses Jahr wusste ich genau, worauf ich mich einlasse. Ich bin gut vorbereitet. Ich bin jetzt nicht mal als Tourist hier, sondern wirklich als Athlet. Ich kann mich aufs Rennen konzentrieren und von daher werde ich eine ganz andere Person sein als 2013. What was your favorite Xterra race this year? Ah, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich denke, ja, das Coolste war natürlich Xterra Germany, weil es die WM war und es war zu Hause. Vom Kurs her würde ich sagen Dänemark, weil ja, es hat in Strömen geregnet, es war matschig, es war rutschig, das ist genau mein Ding, was ich gerne habe, aber grundsätzlich mag ich eigentlich jedes Rennen in Europa sehr gern. The only German to ever win an Xterra World title was Kirsten Wulle. Mm-hmm. I think 1999 or 2000. Do you know Kirsten? No, I just... No. Nein. Oh, Jesus. Gut, gell? Nein, ich kenne die überhaupt nicht. Und bei 2000 wusste ich noch gar nicht, was Cross-Triathlon ist oder dass es das überhaupt gibt. Ich habe das nur bei euch auf der Facebook-Seite gelesen, dass es das ist. I know the Germans take their triathlon very seriously. Yeah. How big would it be if you could win a world title for Germany? Für mich selber ist es sicherlich das Größte, was ich erreichen kann. Aber leider Gottes ist Triathlon immer noch eine Randsportart in Deutschland und Cross-Triathlon ist nochmal die Randsportart der Randsportart. Das heißt, es ist kurzzeitig großes Medieninteresse, das war auch nach Zittau so, aber grundsätzlich verändert das nicht die Welt. Thank you very much. Have a great race. Vielen Dank.